Heute im Video unsere Vorstellung, was für Charaktere in Dragon Ball FighterZ auftauchen können. Und wir wünschen euch eure Meinung dazu in den Kommentaren, aber alles nach dem Intro. Servus Leute, das ist euer Shady von Domino Duo und im heutigen Video dreht sich alles um Dragon Ball FighterZ. Ja, auf der E3 wurde überraschend das Game angekündigt in einem 2,5D-Style, wo man im Prinzip ein Beat'em-up hat mit Dragon Ball. Und das heutige Video dreht sich darum, euch mal so ein bisschen, mit euch zusammen darüber zu reden, welche Charaktere wir uns vorstellen oder ich mir halt vorstelle. Also in dem Video zeige ich euch so die Ideen, die ich habe oder sage euch, was ich so habe und ihr könnt in die Kommentare eure Ideen schreiben, Ergänzungen oder vielleicht, ihr möchtet nicht unbedingt den Charakter sehen, sondern einfach mal in die Kommentare reinschreiben, welchen Charakter ihr wichtig finden würdet. Jo, gleich fangen wir mal an mit den drei Charakteren hier aus dem Anime-Ausschnitt. Kali, Kalifla und Kaba. Ich bin der Meinung, die drei Charaktere gehören in das Spiel mit rein. Alleine es sind Saiyajin, sie sind aus Dragon Ball Super. Sie haben, ja, soll ich mal sagen, man hat alles früher gedacht, es gibt keine weiteren Saiyajin und zack, bringen sie drei neue rein. Und ich finde auch vom Style die ziemlich cool. Also Kaba ist, ich sag jetzt mal, der bisschen schmächtige, aber er könnte trotzdem, ich sag mal, gut umgesetzt werden. Vielleicht Super Saiyan 2, vielleicht sogar 3 oder Blue. Wer weiß, was bis dahin im Super passiert ist. Kali mit ihrem, ja, Broly-Modus, also mega cool. Allein schon dieser Kampf, Leute, Broly gegen Kali, also Brolina, das wäre doch der perfekte Fight. Also ich würde mir es mega wünschen, würde richtig cool aussehen, so zwei Kampfkolosse da einfach mal vorne da stehen zu haben. Also hat bestimmt einen sehr, sehr optisch coolen Aspekt. Ja, und dann noch Kali Fla. Ich finde, der weibliche Super Saiyajin sieht auf jeden Fall richtig, richtig gut gemacht aus. Also nochmal Respekt an Toriyama, wunderschön vom Stil. Auch der Super Saiyajin 2, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gut aussehen. Ich bin mal gespannt, was sie alles noch so drauf hat, ob sie Super Saiyajin 3 kriegt, wo die Haare komisch aussehen könnten. Oder den Blue mal abwarten, was bis dahin passiert, aber sowas werden wir eher in Theoriefolgen besprechen. Jo, weitere Szenen sind aus Dragon Ball Xenoverse 2, weil das war für mich die einfachste Variante, gute oder ansatzweise gute Bildmaterial rauszusammeln. Deswegen würde ich sagen, ich stelle euch ein paar weitere Charaktere vor, es sind ungefähr so 15 bis 20 Stück. Und jo, dann trotzdem viel Spaß beim weiteren Zuschauen und ich würde sagen, jo, wir starten direkt mit dem nächsten Charakter. Müssen wir halt mal gleich schauen, welchen wir in dem Fall dann reinnehmen. So, und wir sind bei Goku gelandet. Black Goku, sage ich schon, die Haare haben mich gerade irritiert. Super Saiyajin 4 Son Goku. Ich weiß, er ist ein Non-Ken, aber ich finde, es ist einfach eine Kultfigur. Er gehört mit dazu und ich denke mal auch, dass man ihn gut wiedergeben könnte. Gerade die rote Aura hat zwar ein bisschen was vom Gott, aber nein, ist auf jeden Fall ein Charakter, der in Dragon Ball FighterZ auf jeden Fall mit dabei sein sollte. Ist so meine Meinung. Natürlich gleich das Gegenstück, was ja direkt im Anschluss kommt, was ich auch der Meinung bin, was natürlich dann dementsprechend dabei sein muss, ist natürlich Vegeta Super Saiyajin 4, weil, ja, klar, wenn man halt Goku reinnimmt, muss auch Vegeta dabei sein. Das wird, seht ihr wahrscheinlich genauso, würde ich zumindest so sagen. Und ja, ich meine, die sind halt sehr, sehr gehypt. Also man liest im Internet ja sehr viel, dass Leute halt den Super Saiyajin 4 sehen wollen. Klar, er wird nie in Super auftauchen, aber trotzdem, zumindest in den Spielen kann man ihn weiterhin ja behalten und damit ja Spaß haben, würde ich mal sagen. Also wie seht ihr das? Einfach mal bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr die Super Saiyajin 4 Varianten findet. Jo, der nächste Charakter auf meiner Liste war Zamasu. Zamasu, finde ich, gerade ist ja auch der Hype bei Dragon Ball Super mit dem Black Arc gewesen. Der Kampfstil von Zamasu ist eigentlich ziemlich cool. Also mit bei Xenoverse 2 ist er sehr, ja, doch. Ich würde sagen, er war sehr optisch gut dargestellt. Mir hat gerade die Worte gefehlt, sorry. Ich könnte mir schon gut vorstellen, mit Zamasu zu kämpfen. Der war ja auch nicht gerade der Schwächste. Also ich denke mal, er könnte reinpassen. Es wäre so ein Charakter, der, ja, wäre cool, wenn er da ist. Wenn er nicht da ist, okay, kann man mit leben. Aber trotzdem, er war auf meiner Liste mit dabei.
Als nächstes habe ich Beerus mir ausgesucht. Ich weiß, es wäre ein bisschen übertrieben, ein Gott der Zerstörung. Aber trotzdem gehört Beerus mittlerweile dazu. Vielleicht gibt es ja so ein Götter-DLC, wo man vielleicht irgendwann weitere Götter dazukommen und man auch mit den Göttern kämpfen kann. Also wäre so mein Vorschlag, falls ich so ein, ja doch ein Götter-DLC, wo man doch die ganz anderen Götter der Turniere haben kann. Klar, noch ein Fanliebling, würde ich auch sagen, was dazugehört, ist halt Bardock. Bardock muss eigentlich auch dabei sein. Also Bardock war in jedem Teil fast dabei und in neueren Teilen hat er ja auch mittlerweile Super Saiyajin und Super Saiyajin 3 besessen. Ich würde sagen, also ich würde schon einen Bardock einfügen und würde ihn zumindest in Super Saiyajin geben, weil Super Saiyajin Bardock hat was. Also ich mag den Charakter selber, so von seiner Art her und auch die Optik. Klar, es ist halt Son Goku ein bisschen anders, aber trotzdem, ich finde ihn cool gemacht und meiner Meinung nach muss der Bardock mit im Team bei Dragon Ball FighterZ sein. Wie gesagt, Super Saiyajin 1, ja, Super Saiyajin 3, okay, muss nicht. Weiterhin ist halt schon bestätigt, hat man ja auch in einem Trailer von dem Spiel schon gesehen, ist halt Cell. Ja, ein Spiel ohne Cell, was soll man sagen, ist die Anti-Helden bei Dragon Ball gehören ja immerhin mit dazu. Und da sind halt so Charakter wie Buu, Cell und Freezer, die müssen einfach dabei sein. Und ich meine, Cell war auch ein Charakter, der sehr, sehr geil dargestellt ist. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. So, als nächstes auf meiner Liste war Vegito. Ja, Vegito auf jeden Fall, Leute. Also ich bitte, ohne Vegito wäre es ja echt langweilig. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob sie den Blue Vegito einfügen, obwohl es eigentlich müssten, wenn sie Zamasu und so einfügen. Aber ich würde auch mit einem Super Saiyajin Vegito vollkommen leben können, weil einfach die Charakter, also der Charakter ist einfach nur Hammer. Also ich liebe Vegito. Vegito ist mein Lieblingscharakter aus Dragon Ball Z gewesen und er muss dabei sein. Einfach der Kampfstil, dieses leicht überhebliche oder leicht sehr überhebliche. Es kam sehr cool, auch die Angriffe mit dem Geisterschwert und ja, es ist schon nicht schlecht. Weiter im Text auf jeden Fall, mal ganz krasser Umschwung. Ich finde C18 und C17, ich habe nur C18 im Video, gehören beide mit dazu, sind auch jetzt gerade hier im Dragon Ball Survival Arc bei Super mit dabei und sie gehören ins Team. Bei C16 bin ich mir zwar nicht so ganz sicher, der könnte eventuell dabei sein, aber ich denke mal C18 und C17 auch. Danach Piccolo, ja, Piccolo ist ja auch so ein Kultcharakter, schon seit 100 gefühlten 1000 Jahren dabei. Er muss auch mit ins Boot, also ich meine, ja, hallo, Dragon Ball ohne Piccolo, da muss man eigentlich gar nichts groß weiter zu sagen. Er ist einfach dabei, er gehört dazu, das wäre wie wenn so ein Goku weg wäre. Also bitte, er muss dabei sein. Dann von der Community mega übertrieben gehypt ist der Future Trunks. Also ich würde Future Trunks auf jeden Fall einbauen mit seinem Super Saiyajin. Ich würde sogar noch, falls ich als Ultimate Finisher den Burst-Modus aktivieren, den er im Black Arc hatte, wo er die blaue Aura bekommt. Ich finde, der passt einfach mega gut bei FighterZ rein, weil er auch mit dem Schwert noch dazu kämpft. Es ist halt mal ein anderer Kampfstil, den nicht alle haben. Er ist nicht so der eintönige Fighter. Er macht mal einen Unterschied. Dann auf jeden Fall, wenn Super Saiyan 4 Vegeta dabei ist, auch natürlich der Blue Vegeta, würde ich mit dazu nehmen. Ob es ein eigener Charakter wird, das weiß man noch nicht so ganz. Da wird es nochmal andere Videos später geben mit Theorien. Aber auf jeden Fall würde ich den Blue Vegeta mit reinnehmen. Genauso natürlich wie den normalen Vegeta, muss man auch nichts dazu sagen. Es ist einfach der Charakter, der einfach mit dazugehört. Also Vegeta ist einfach auch ein sehr, sehr gut dargestellter Charakter und er muss dabei sein. Ja, Goku auf jeden Fall, wenn dann auch der Blue Goku mit seinem Kaioken-Modus. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass die Kaioken auch ein Finisher sind, dass er kurz in die zehnfachen Kaioken geht als Blue und setzt dann sein Super Kamehameha oder wie halt in dem Fall die Attacke heißt und tut den Gegner einfach finishen, wäre so mein Vorschlag. Also würde ich sehr, sehr cool finden. Oder 100-fache Kaioken, was er auf jeden Fall kann. Natürlich sonst Goku auf jeden Fall auch mit dabei mit Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3. Denke ich mal, man hat ja in dem Trailer wissen gesehen, dass er Super Saiyan 3 so ein bisschen wie ein Finisher einsetzt. Man konnte nicht ganz deuten, aber es sah sehr, sehr stark nach einem Finisher aus, dass er diesen Angriff nur genutzt hat, um den Gegner zu besiegen. Aber das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie das einbauen, dass sie den Dreier einfach als Finisher-Move machen. Wie gesagt, wie vielleicht die Kaioken beim Blue. Aber wie gesagt, ein Theorie-Video kommt noch. Sonst würde ich mir auf jeden Fall Broly wünschen, also gerade zu Broly-Leader am Anfang schon erwähnt. Broly muss auch dabei sein, ist zwar auch ein Non-Kennen, aber er ist auch einfach ein Fanliebling, der einfach mit ins Team muss. Ohne Broly wäre es doch echt langweilig, oder? Wie seht ihr das? Kommentar bitte einfach mal reinschreiben an der Stelle hier, ob ihr auch Broly mit dabei haben wollt. Aber ich bin der Meinung, jeder will Broly sehen, oder? Dann Gotenks auf jeden Fall. Müsste dabei sein, muss mal gucken, ob Gotenks ein eigener Charakter wird oder ob Gotenks auch nur so ein Finisher von Goten oder von Trunks wird. Das muss man mal abwarten. Oder ob halt Goten als Finisher vielleicht auch den Dreifachen Super Saiyajin bekommt. Das, wie gesagt,
mal überraschen, was am Ende kommt, aber Gotenks muss auf jeden Fall dabei sein. Hallo, sehr, sehr cooler Charakter, saugeile Art, wie er redet, muss dabei sein, einfach Gotenks, bitte. Dann, was ich mir gedacht habe, Janemba. Also Janemba ist ja auch ein Non-Canon, aber Janemba war mega cool dargestellt. Der Charakter hat einfach Stil, er ist ein Fighter, er hat auch ein Schwert und er ist optisch sehr, sehr gut dargestellt und er passt einfach in dieses Kämpfen. Also es hat kein Charakter, der riesengroß ist, sondern er hat die perfekte Proportion, um ein Kämpfer zu sein. Und er hat mega coole Angriffe, die man verdammt cool darstellen könnte. Ich weiß, sorry, ich habe mega im Vorlauf gerade cool gesagt, tut mir echt leid. Nein, wie gesagt, also der Charakter, der muss einfach dabei sein. Also ich würde mir einen Janemba wünschen. Sonst haben wir hier Trunks, also Kid Trunks in dem Fall. Klar, wenn Gotenks dabei ist, muss auch ein Kid Trunks dabei sein, weil sonst wird das Ganze keinen großartigen Sinn ergeben. Wird halt kein mega starker Charakter sein. Vielleicht lernt er noch eine andere Form, weiß man nicht, in Dragon Ball Super Saiyan 3 Trunks. Man muss mal abwarten, was er kann, weil es kommt sogar noch ein Blue Trunks. Also lass uns mal überraschen, was bis da noch passiert, ob der Charakter ausgebaut wird. Im gleichen Gegenzug haben wir hier Goten. Da ist das gleiche Spiel. Aktuell kann der ja nur Super Saiyajin 1, wird der Super Saiyajin 2, 3 oder Blumen auch noch können oder was ganz Neues. Das müssen wir uns mal abwarten lassen, was Super bis dahin bringt oder ob die Charaktere dann als DLC vielleicht kommen, wenn Super bis zum Release noch nicht so weit war. Deswegen alles in Theorien, die wir noch in späteren Videos mit einpacken können. Sorry, wenn ich das so oft wiederhole. Jo, dazu haben wir jetzt meine Lieblingscharakter aus Dragon Ball Super, ja, Black Goku in dem Fall im Rose-Modus, aber ich würde auch den normalen, der kommt gleich im Anschluss, natürlich den normalen reinbringen, würde vielleicht Rose als Finisher bringen oder halt generell als Transformation, das muss man halt mal abwarten, aber Black Goku muss einfach dabei sein, der Kampfstil ist sehr, sehr cool. Ich meine, der ist auch teilweise von Son Goku natürlich, aber auch diese Schwerte haben sie von Vegito genommen, allein Vegito gegen Black Goku würde ich mir bitte wünschen, also bitte bringt einfach Black Goku mit in das Szenario rein, würde es mir wünschen, bitte auch im Hauptspiel schon. Jo, dann Hit auf jeden Fall, also ich denke mal, Hit ist auch der perfekte Kämpfer, also bitte, wenn man Hit nicht bei Fighters mit einbauen würde, würde keinen Sinn ergeben, also ich meine, hallo, selbsterklärend, oder Leute, Hit muss einfach dabei sein, ohne Hit wird es nicht gehen, er ist mega stark und er hat einfach einen perfekten Kampfziel, wo diese Zeit anhalten, wäre wahrscheinlich schwer umzusetzen, aber vielleicht finden die irgendeine Lösung, wie man das machen kann. Das kriegen die irgendwie schon hin, denke ich mir mal zumindest. Jo, als nächstes haben wir Son Gohan. Ich würde mir Son Gohan in seiner wahren Stärke, wie er wirklich ist, mit seiner vollen Power, wie er einfach als Kämpfer gut da ist. Also hier nicht unbedingt so wie in dem Teil, sondern ich wünsche mir genau so in seinem Super Saiyajin oder natürlich auch in der Mystic-Gohan-Form oder was vielleicht bis dahin kommt, weiße Haare. Lassen wir uns mal überraschen, was bis dahin auf der Markt kommt, was Super bis dahin uns plant. Ja, wie gesagt, die Mystic-Form muss man abwarten, vielleicht wird die auch weiter ausgebaut. Auf jeden Fall wünsche ich mir einen sehr, sehr starken Gohan und keinen Schwächling-Gohan. Bitte, bitte, baut keinen Schwächling-Gohan ein. Er muss schon stark sein. Ja, sonst haben wir noch den Teen-Gohan, den würde ich vielleicht auch mit einbauen, weil er auch in Super Saiyan 2 sehr, sehr gut aussieht. Er hat einen guten Angriff. Und er hat auch eine wichtige Rolle im Zell-Arc damals war. Deswegen denke ich mal, dass sie ihn einbauen werden. Also ich denke mal, dass sie ihn rauslassen. Aber lass uns mal überraschen. Jo, weiter im Text haben wir Buu. Da waren wir vorhin ja schon gewesen mit Cell. Ich meine, denke mal, bei Buu könnte der große Buu dabei sein. Vielleicht geht er in den Kid Buu als Finisher. Oder Kid Buu kommt als Einzelcharakter. Den fetten Buu gibt es ja auch. Hat man schon im Video gesehen. Den wollte ich jetzt hier nicht einbauen, weil im Trailer war ja schon zu sehen. Deswegen habe ich einfach mich mal nur auf einen Buu beschränkt, dass man sagen kann, jo, Buu ist dabei. Jo, Freezer, das gleiche hat man auch schon im Video gesehen, in seiner Normalform und in seiner Golden Form, deswegen war ich auch der Meinung, dass die Supercharaktere mit dabei sind, weil, ja, der Golden Freezer ja eigentlich aus dem Super-Universum ist, klar, der Film war auch schon super, also, ja, ich denke mal, dass Super mit dabei sein wird, deswegen auch der Blue und Black Goku und den ganzen Kram. Jo, das würde sagen, das waren meine Charaktere aus, ne, Gogeta wünsche ich mir noch. Gogeta muss auch mit dabei sein. Ohne Gogeta wäre es langweilig. So, das waren meine ersten Charaktere, die mir so eingefallen sind. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht, ob ihr welche weglassen würdet oder welche hinzufügen würdet. Ich würde mich mega freuen über eure Resonanz. Und ja, da würde ich sagen, ist das Video hiermit zu Ende. Ich will noch eine kleine Ankündigung machen, bevor ihr hier abhaut. Wir wollen in den nächsten Dragon Ball Super Theorie Videos machen. Also ab, wir haben jetzt so Ende Juni, also wird vor dem großen Turnier fangen die ersten Theorie-Videos an auf unserem Channel hier
Und wenn das Ganze gut ankommt oder ihr auch das wünscht, werden wir natürlich weitere Theoriefolgen machen. Wir wollen das Ganze mal ein bisschen testen. Ihr könnt auch gerne schon eure Meinung dazu hier in das Video schreiben, ob ihr Theorien sehen wollt von uns. Das Ganze wird mit Stalky zusammenlaufen, also Shady und Stalky, also ich und er werden das Ganze zusammen auf Team Stalkys Videos. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, der macht die Domino News. Und ja, wir werden so eine Art Podcast machen am Anfang und später mal vielleicht sogar Livestreams. Das muss man ein bisschen abwarten, wie halt eure Resonanz. Deswegen würde ich mir wünschen, bitte, gebt in den Kommentaren Feedback, ob ihr das Ganze sehen wollt oder nicht sehen wollt. Und jo, dann vielen Dank, dass ihr fast 15 Minuten mein Gelaber ausgehalten habt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde sagen, jo, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos von uns verpassen würdet, würden wir uns über ein Abo freuen. Und dann noch viel Spaß. Bis demnächst. Euer Shady. Tschö.